Horst Karrer hat eine ungewöhnliche Leidenschaft. Okay, heute nehme ich mit etwas zum Aufhacken, wobei ich nicht sicher bin, ob ich es brauche. Natürlich die normalen Body-Aus-Sachen und etwas zum Draufstehen. Er ist begeisterter Ganzjahresschwimmer und schreckt auch nicht vor eisigen Wassertemperaturen zurück. Der Lehrer fährt dafür jeden Tag an seinen geliebten Natursee. Als geborener Kufsteiner ist der Hechtsee dort, wo ich schwimmen gelernt habe, bis aufs Schwimmbad halt. Aber dort, wo du schwimmen gehst, ist der Hechtsee. Entstanden ist das alles, weil ich jetzt schwer war zum Laufen, habe ich Fersensporn bekommen und ich habe damals über 100 Kilo gewogen und über 100 Kilo sollte man nicht laufen. Über das ganze Jahr hinweg kommen beim Kufsteiner so einige geschwommene Kilometer zusammen. Ich bin eigentlich Schwimmer. Das heißt, ich schwimme auch so 1,8 bis 2 Kilometer von Mitte März bis Mitte November, sage ich jetzt einmal, je nach Witterung. Und dann wird es halt weniger. Ich kann bei 10 Grad diese 1,8 Kilometer schwimmen oder 2 Kilometer schwimmen eigentlich. Und das tue ich halt. Und wenn es dann kälter wird, dann schwimme ich weniger weit und zum Schluss hocke ich halt nur noch auf. You know what to do. Für angehende Eisschwimmer hat Karrer den einen oder anderen Ratschlag parat. Eins muss uns klar sein. Das Wasser kühlt nicht so schnell und nicht so rapide ab wie, wie die Luft. Und das Wasser wird von einem Tag aufs andere, kühlt es maximal ein Grad ab, vielleicht zwei, aber viel schneller kann der See gar nicht abkühlen. Und darum kann man eigentlich schön trainieren, mit dem See abzukühlen, und das ist auch etwas, was ich jedem sage, bitte im Herbst anfangen, nicht mitten im Winter plötzlich das Eis aufhacken. Du musst halt in deinen Körper hineinhorchen, was du schaffst. Es gibt Leute, die sehr gerne sich hineinsetzen und meditieren. Da auch wirklich mit dem Kopf unter. Das machen ganz viele nicht, weil sie eben das Gefühl haben, sie würden dann ersticken. Das ist etwas, was man sich selbst herausfinden muss. Das sucht man sich nicht aus, sondern das tut man einfach. Auf den menschlichen Körper haben die kalten Wassertemperaturen ihre ganz besonderen Auswirkungen. Der Körper fängt an, in jeder Zelle aufzuheizen. Der Körper ist herausgefordert, hat eine, das klingt jetzt sehr theatralisch, Nahtoderfahrung. Er will das nicht, er kühlt ab. Außen, aber innen muss er anfangen, jede Zelle fängt an zu verbrennen, vor allem wenn man dann draußen ist. Dabei schüttest du Dopamin und andere Botenstoffe aus, weil du und die glücklich machen, vielleicht nicht gerade wenn du drin sitzt, sondern wenn du wieder draußen bist, weil du ja eine Extremsituation überlebt hast. Und das ist etwas, was dem Gemüt sehr gut tut, das ist etwas, was dem Körper sehr gut tut. Da gibt es inzwischen eben Wim Hof und andere Studien, die bestätigen, dass das einfach gesundheitlich, wenn man es vertragt, sehr gut ist. Verkühlungen kriege ich für gewöhnlich weg. Ich war lange Zeit von November bis April zu, so Nasen-Nebenhöhlen-Geschichten, die habe ich seit dem Schwimmen weg. Wir haben ein Restaurant, wo ich dann nachher auch noch essen gehe, wo ich wirklich eine Auszeit habe und dann wieder arbeiten fahre. Und da ist man dann viel relaxter und ich bin auch der Meinung, dass man auch besser arbeitet, wenn man einmal am Tag sowas hat wie eine Stunde, zwei Stunden Urlaub.